Wieso hilft Österreich mit seinen Krediten den anderen Euro-Mitgliedstaaten eigentlich? Wieso ist Österreich von der Finanzmarktkrise betroffen? Wieso sind andere Staaten von der Finanzmarktkrise betroffen? Warum machen wir etwas? Und häufig wird der Vorwurf gehört, warum soll ich unser teures Geld diesen Ländern schenken? Es gibt einige Punkte, um dieses Missverständnis auszuräumen. Zum einen, österreichische Investoren, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Private haben Anleihen von Portugal, Irland und Griechenland gekauft. Wir haben ein sehr, sehr genuines, egoistisches Interesse daran, dass die Werthaltigkeit dieser Investitionen erhalten wird. Zweitens, wir haben ein sehr egoistisches Interesse daran, dass die Finanzmarktstabilität in der gesamten Eurozone gewahrt bleibt, damit unser Finanzsystem, damit unsere Banken, damit unsere Versicherungen nicht in Schwierigkeiten geraten. Mit unseren Krediten können wir dazu beitragen. Drittens, als EU-Mitglied haben wir dazu eine Verpflichtung. Viertens, unsere Exportmärkte werden dadurch stabilisiert. Wir sichern in Österreich Wachstum, wir sichern Beschäftigung, wir sichern Exporte, indem Griechenland, Portugal und Irland weiterhin österreichische Waren importieren können.